Mit Pflaster an der Augenbraue und kleinem Blutfleck meldet sich Schlagerstar Anna-Karina Wojcik bei ihrer Social Media Community. Unglücklich und mit verzerrtem Gesicht blickt sie in die Kamera und schreibt von ihrem Missgeschick. Die 30-jährige Ex von Stefan Mross schreibt von ihrem Unglück, was sich nur Stunden vor der Aufnahme ereignet hat. Die Duschbrause hat sich aus der Halterung verabschiedet und ist mir direkt aufs Auge gefallen. Autsch! Der Schlag war so doll, dass sie sich eine Platzwunde zuzog. Von ihren Fans bekommt sie unter ihren Post hunderte gute Besserungswünsche. Ihre Follower drücken ihr Mitleid mit Sätzen wie "Auf dass es schnell heilt, alles Gute" oder "Oh ja, das war bestimmt schmerzhaft" aus. Wojcik beißt aber die Zähne zusammen und ist trotz des Unfalls auf dem Weg von Wien nach Berlin, wie sie auf Instagram verriet. Weiter geht's, verkündet die 30-Jährige in einem Hashtag und lässt sich von der schmerzhaften Angelegenheit nicht unterkriegen.